Hör auf, an meinem Stuhl zu wackeln. Ich krieg die Krise! Alter! Das ist schon dein Anstieg. Hab sie gefunden! Der nimmt noch Schaden. Was zum Teufel? Er stirbt. Ja, das mit dem Blut ist ultra geil. Das habe ich leider noch keinen Mann. Dann, dann. Ich hab die auch gefunden. Irgendwie geht inzwischen alles nach Schritten. Scheiße! Da ist auch jemand. Was oben? Da oben oder so? Keine Ahnung. Egal. Ich will die jetzt ausräuchern. Was für ein Schisser! Zugekettet. Die Tür ist von der anderen Seite festgekettet. Halt anders. Geht auch. Herrgott! Hallo? Anybody here? Eingestiegen, hätte ich behauptet. Ich würde halt mal F5 drücken oder mal. Immer wieder mal speiern. Die hat's gekriegt, Alter. Ah, das sind wir im Ohrenstock. Hab dich? Das labert. Oder auch nicht. Nur ein Geräusch. Oder auch nicht. Nur ein Geräusch. Nichts. Zumindest sieht es verdammt nochmal danach aus. Du klagst mit deiner Muni so langsam. Naja. Ich hab's ja auch zum zweiten Mal, glaub, geskillt, dass ich mehr Muni finde. Ja, das reicht. Also bei mir hat's ja, mehr brauche ich, glaube auch nicht. So unnötig schieße ich echt selten rum. Oh. Das war nicht das, wo ihr hin wollt. No. Ja, sieht ganz ruhig aus hier drin. Im Moment. Schritte. Oh, keine Schritte mehr. Das ist schon toll, ey. So rumsitzen, warten. Typ kommt um die Ecke. Fuck! Kopf down. Shit! Ich weiß gar nicht. Halt. Ja. Die Köpfe sind beim Kopfschuss, glaube ich, dass sie immer explodieren. Pretty sure, dass sie da immer explodieren. Ich weiß nicht, ob die Skills jetzt schon fast beim dritten Level ab, ob so gleich skillen kann. Geiles Skill, Alter. Ja, ich habe glaube auch skillt, dass sie schwerer gefunden wird. Naja, also, welche habe ich auch. Ja, richtig. Ja, du wirst hier so leicht gefunden, das ist echt abnormal. Aber ich find's auch realistisch. Das, ja. ist echt gut gemacht in dem Spiel. Nicht so wie in Skyrim. Ja, wo die Leute so 2 Meter nervig zu stehen. Und wenn du einen guten Schleichskill hast, dann. Scheiße, was war das? Wow, hoho! Alter Spalter. What? Die Ja, die ist ja natürlich durchs Feuer. Hallo, das sind auch Übermenschen. Bei so einem Protektor oder so, wo das verstehe, bei so einem Nachtgeschütz. Naja, aber die. Die Leute haben halt auch Sensoren. Naja, die Leute funktionieren hier mit Sensoren. Das wird sicher lustig. Oh, zack, C-Fix, echt. Diese Hure! Fick deine Mutter, echt. Aua. Wie lange willst du denn noch durchhalten? Okay, der hat... Hab's gemerkt, aber das sind nur welche. What the fuck? Die steht ja direkt vor mir. Zack, sie fix. Alter Spalter. Leck mich am Sack, Alter. Hat die mich überrumpelt. Die gar nicht gesehen. Dann plötzlich. What? Aber ich habe ja was zum Fressen, das ist gut. Ich soll mal einen Red Away nehmen. Du kannst übrigens hier selber für Radioaktivität verstehen. Ich hab 200 und einen Red Away machen minus 3. Oh. Ja, dann habe ich es ja zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Das ist ja okay. Jo, was habe ich sonst noch für ein Shit?
Nuka Cola Quantum. Ja, die reicht mir. So. Let's see. Muni. Yes. Scharfschützengewehr. Ich glaube, ich habe noch kein einziges Scharfschützengewehr bis jetzt gefunden. Das heißt. Und das ist ein Impro-Repetier-Scharfschützengewehr. Nice. Okay. Ja, das ist aber echt lang, wie der Luft anhalten kann. Gut. Ich bin natürlich in Ruhe, das ist kein wirklicher Vergleich, aber ich meine. Naja, der latscht die ganze Zeit rum, ich weiß nicht. Egal, auf jeden Fall, passt schon. Kampfgewehr! Ist das gut? Also. Alter! Warte, wie viel macht dein anderes Gewehr? Was hab ich momentan für ein Gewehr? Ist die andere frei? Also, ich hab entweder die Schrotflinte mit 66, die ist aber kein wirklicher Vergleich. Impro-Pistole, Impro-Gewehr. Die hier. Mit dem 19 Schaden und 25 zusätzlich und. Ja, die schießt halt 45er Kaliber und die 48. Dann werfe ich da irgendeine mal weg. Die hier nehme ich eh nicht. Die ist ja. Eh automatisch. Ja. Kampfgewehr. Ich weiß, was auch noch wegschmeißen könntest. Was? Mal. Ja, ganz nach oben. Und wirf die 10 mm weg. Du hast unter 10 mm komfortable Kraft. Dankeschön. Dann die Minigun musst du nie benutzen. Ja, gell. Gell, ist so. Die Minigun, die ist. Da hast du zwar ultra viel Muni dafür, aber du brauchst sie nie. Du kaufst die Muni lieber und kaufst dir mal Muni für der andere Knarre. Ich glaube, ja. Das macht mehr Sinn. Ja, das glaube ich. Okay, dann muss ich aber die kurz zu meinen Favos hinzufügen. Ich weiß gar nicht. Was war das jetzt? Scharfschütze. Ja, das lasse ich mal auf 6. Das ist okay. Was habe ich jetzt gerade noch gefunden für ein cooles? Ist das denn. Kampf, Gewehr? Ja, danke. Kannst du mal statt Eisen das da noch fischen? Ja, die benutzt. Ja, wobei, die benutzt die tatsächlich ab und zu, aber. Das klingt jetzt echt gut. Jetzt habe ich sogar eine fucking Sniper. Warte mal, du warst zum Schweigen runter. Yes, sir. Jetzt guck dir mal um, ob da nicht irgendwo eine Waffe abfällt. Impro-Revolver, Metallrüstung, was ist das? Impro-Revolver, naja, nee. Muss gut sein. Ich will die jetzt aber testen, diese Sniper. Warte mal, da war doch vorhin jemand, da drüben. Oder habe ich vermutet? Oh, schade. Wird nix. Was macht denn mein Hund schon wieder? Rumlatsche. Yeah! Wait for it. Genau. Ja, wenigstens ist es richtig schön. Genau. Okay, was wolltest du jetzt schon wieder? What the? War Auto hinten, ey. Und es ist halt explodiert. Dreh dich mal um, ja? Guck mal, guck dich da nach oben, ob da noch irgendwo so Waffen-Upgrade-Station ist. Waffen-Upgrade-Station, Nee. Wobei da unten könnte natürlich irgendwo eine sein. Dogmeat hat was gefunden. Warte. Mal schauen. Er bellt. Ich glaube, der redet. Der ist schon oben. Was hat er denn gefunden? Ach so. Wow. Du bist aber schnell. Aber manchmal, wenn so random im Ödland rumläufst und er findet irgendwas, das ist echt cool. Like a boss. Aber die haben hier, glaube ich, echt keine Upgrade-Station. Ist das Munition? Kaliber 50? Schon. Ah, es ist ein Kaliber. Da hinten kommt es. So, wo habe ich jetzt die eine Waffe? Die da war es. Die ist aber nicht vollautomatisch, die ist. Ja, halbautomatisch. Nennt sich das dann, glaube ich. Ja. Steak. Keramikschale, bla bla bla. Oh, ich sehe. Wow.
Wow. Okay, better stay away from that. Die muss ich jetzt nicht unbedingt dafür. Hör auf! Bleib! Geht ja hin. Da! Ich wag es nicht! Dein Arsch auch nur ansatzweise zu bewegen, Alter. Denk nicht mal dran. Ja, leider keine Abkühlung. Schon besser. Oh. Car burning. Diese Auto-Explosionen sind so ultra unfassbar heftig. So. Jetzt wieder back to Hauptquest. So, jetzt mal nochmal kurz zwischenspeichern. Ja, gut. Zwischenspeichern. Obwohl ich schon einmal geschafft habe, so zwischenzuspeichern, dass genau Granate kam und ich dann jedes Mal nach dem Zwischenspeichern schaute. Und natürlich aus der Verzweiflung raus habe ich es immer wieder probiert, bis es irgendwann aufgegeben hat. Aber irgendein Eis haben ist das, das scheiße ist. Spur des Plünderers. Ah, oh. Lesen, lesen, Lesestunde. Wie hieß das jetzt gerade? Spur. Wow. Schau mal bei Hubris Comics vorbei in der Newbury Street. Der Laden im Erdgeschoss. Dürfte ein Kinderspiel sein. Unterzeichnet VB. Beste. Beste Comicladen der Welt. Ah. Hallo? Oh, guck mal, das ist ein Schwan. Was? Oh, ja, wow. Ein Schwan auf der Minimap. I am amazed. Oh, Mezzo, nicht so gelangweilt. Die Minen benutze ich auch nie, gell? Das wäre bestimmt voll genial. Die Gegner da reinlaufen müssen. Was heißt denn Schwan? Ist das das Ding? Probably so schnell wie das sich bewegt. Was ist denn common? Was ist an dem so special? Swan's Teich! Führungsbot. Okay. Toll. Spitze! Ich fühle mich hier nicht so sicher. Oh, Night Army ist doch noch vorbei. Hahaha, gekommen. Hallo, Night Army. Lass uns mal außen rumstiefeln. Oh, ich habe immer Angst, dass da irgendwo Minen sind und... What the hell? Oh. I see. Alles mal wieder verseucht. As always. Da ist auch alles verseucht. Warum gehe ich da überhaupt hin? Mein Gott, ich laufe wieder zurück, ey. Das ist eine dämliche Idee hier. So, wir bleiben einfach auf der Route zur Hauptquest. So. Ja, ich bin gekommen. Nigge? Das finde ich aber niggerig von dir. Oh, I hear talking. Talky talk. Hinter den Mauern. Zerrissener Brief. Was steht im zerrissenen Brief? Oh, nicht alles. Du weißt, wie sehr du mir fehlst. Aber es ist zu gefährlich. Wenn du in Diamond City bleibst, bist du zumindest in Sicherheit. Falls dein Entschluss wirklich feststeht, sei vorsichtig. Reise nachts. Bleib beim Fluss. Und was auch immer du tust, geh nicht ins Kommen. Ins Kommen? Kommen what? Das wissen die Leute jetzt einfach sehr. Das ist wichtig. Was? Game Essential. Rüber. Was zum... Warte, halt, I'm sorry. Darüber? Geht ein bisschen rein. Let's do mal cool. What the f... Das ist Swan. Oh, ja! Aber das war nicht der, der, wenn man... Diese B-Mobs und Fallout 3. Shade. Ja, ja. Okay, und wenn ich die... Hast du nicht gesagt, wenn ich ins Wasser gehe, dann kommt der? Ja, eigentlich schon, das habe ich gesagt. Ja! Okay. Wir wussten, dass wir so nah
Warte. Psst. Wir machen jetzt einfach mal ein. Psst. Schau mal nach. Schau mal nach. Geh dahin los.